Willkommen im Mittelmeer, der Wiege der Welt. Ein Meer, das von drei Kontinenten umgeben ist und auch die Heimat von unserem Boot und unserer Crew ist. Bevor wir aber unsere Expedition starten, gibt es noch ein paar Dinge, die ihr über diesen Ort auf der Welt wissen solltet. Zuallererst, das Mittelmeer hat seinen Namen aus römischen Zeiten, Mediterra, was so viel bedeutet wie das Zentrum der Welt. Und während die Römer lange Zeit über das Mittelmeer herrschten, ist es mittlerweile von 22 Ländern umgeben. In 2020 hat die IUCN gemeinsam mit Environmental Action einen Report veröffentlicht, in dem klar definiert wird, dass die umgebenden Länder des Mittelmeers jedes Jahr 230.000 Tonnen Plastik ins Mittelmeer entlassen. Dadurch wird unser Mittelmeer, Mare Nostrum, langsam aber sicher zu einem Mare Plasticum. 94% von all diesem Plastik ist aufgrund von schlechtem Management ins Meer gelangt. Das wiederum bedeutet, dass wir mittlerweile bis zu 1 Million Tonnen Plastik im Mittelmeer herumschwimmen haben. Ausgerüstet mit einem Planktonnetz werden wir dieses Jahr das erste Mal die Mengen von Plastik erforschen, die tatsächlich im Mittelmeer herumtreiben. Aber zusätzlich organisieren wir auch Beach Cleanups und andere Workshops, die am Ende dazu führen, dass Plastik aus dem Mittelmeer entfernt werden soll. Abgesehen von den angrenzenden Ländern gibt es im Mittelmeer auch mehr als 3000 Inseln. Obwohl die meisten davon zu Griechenland und Kroatien gehören, sind die beiden größten italienisch. Sardinien und Sizilien, wo wir auch unseren nächsten Winter verbringen werden. Schon die Griechen haben das Mittelmeer in kleine Untermeere geteilt. Von dort stammt auch der Begriff, die sieben Meere zu besegeln. Mittlerweile sprechen wir im Mittelmeer alleine von 8 kleinen Untermeeren. Die Küste des Mittelmeers ist außerdem die Heimat für bis zu 15 Millionen Menschen. Im Sommer jedoch kommen bis zu 300 Millionen Menschen aus aller Welt, um diese Küsten zu besuchen. Das macht immerhin ein Drittel des weltweiten Tourismus aus. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Meer aus und auf den Verbrauch von verschiedenen Ressourcen vor Ort. Und obwohl das Mittelmeer keine übermäßig großen Fischfangflotten hat, treibt der ständige Bedarf an Frischfisch für Touristen die heimischen Fischer auf Hochtouren an, was wiederum dazu führt, dass die Fischbestände konstant abnehmen. So sind seit dem Beginn der industriellen Fischerei 75% der einheimischen Fischbestände akut gefährdet. Und obwohl sich die Situation seit 2016 tendenziell verbessert, sind viele der Bestände nach wie vor gefährdet. Eine andere große treibende Kraft im Mittelmeer ist der Schiffsverkehr. Etwa ein Drittel des globalen Schiffsverkehrs geht durch das Mittelmeer. Und mit viel Verkehr kommt viel Lärm. Und dieses Jahr werden wir erstmals auch selbst Aufnahmen unter Wasser machen.
Und dabei wollen wir nicht nur die Meeressäuger wie Wale und Delfine aufnehmen, sondern auch die Verschmutzung unter Wasser im Sinne von Lärm. Mit immer mehr und immer größeren Schiffen im Mittelmeer nimmt natürlich auch der Lärm zu, auch wenn wir ihn nicht hören können. Und all dieser Schiffsverkehr ist nur eine der Auswirkungen des Suezkanals. Mehr als 1000 verschiedene Arten haben bereits ihren Weg aus dem Roten Meer ins Mittelmeer gefunden. Laut Angaben der IUCN gibt es im Mittelmeer zwischen 15.000 und 25.000 Arten. 60% von all diesen Arten sind endemisch für das Mittelmeer, was bedeutet, es gibt sie sonst nirgendwo auf der Welt. Aufgrund verschiedener Faktoren sind schon jetzt mehr als 19% all dieser Arten gefährdet oder ausgestorben. Speziell wenn es um marine Arten geht, liegt der Grund dafür, dass nichts passiert, oft darin, dass es einfach zu wenige Daten gibt. Das wiederum bedeutet, dass solange es keinen Beweis gibt, dass eine Art wirklich gefährdet ist, werden sie einfach so behandelt, als ob alles in Ordnung wäre. Dieses Schicksal trifft hauptsächlich Meeressäuger, aber auch viele andere marine Arten. Also noch ein Grund, mit unserer Datensammlung weiterzumachen, in der wir alle Arten, die wir unterwegs antreffen, dokumentieren. Aber nicht nur während Schnorchel- und Tauchaktionen, sondern auch während der Fahrt halten wir die Augen offen nach mariner Megafauna. Alle Sichtungen werden fleißig gesammelt und dokumentiert und sind auf der Webseite wie auch in zukünftigen Videos für all verfügbar. Und der beste Teil ist, dass du auf unserer Reise mitkommen kannst. Nicht nur als Zuseher, sondern als aktiver Teilnehmer, indem du deine Gedanken, Fragen, aber auch deine Ideen mit uns teilst. Momentan machen wir das Boot wieder startklar für die nächste Expedition. Aber schon bald starten wir und besuchen wieder Wissenschaftler, aber auch NGOs auf dem Weg. Unsere Reiseroute dieses Jahr führt uns von Monfalcone in Italien hinüber nach Kroatien, entlang der Istrischen Halbinsel und der gesamten kroatischen Küstenlinie nach Dubrovnik, bevor wir wieder die Adria überqueren und nach Italien zurücksegeln. Dort folgen wir dem Stiefel bis hinunter nach Sizilien. Schon jetzt haben wir einige Projekte auf der Reihe, aber noch wollen wir euch die Überraschung nicht verderben. Also kommt auch nächste Woche wieder vorbei und seht euch an, was passiert ist. Und für alle Fragen und sonstigen Vorschläge, lasst uns einfach einen Kommentar hier stehen und wir versuchen uns schon erst nächstes Mal darum zu kümmern. Alles Gute!